extra, damit wir hier ein bisschen Platz kriegen, damit wir auch gescheit gucken können. Ja, lass mal es ruhig mal so im Raum stehen quasi, so ist es ja ganz okay. Und das Ganze, jetzt so ein Bild zu malen, das ist eigentlich erschreckend einfach. Hauptprogramm ist, wie gehabt, keiner der Unterschiede, außer eben, dass Hintergrundfarbe jetzt zum Beispiel mal anders ist. Nämlich, Sie sehen, ich habe den Hintergrund auf Weiß gesetzt, reines Weiß. Und das ist einfach volles Rot, volles Grün, volles Blau. Sie können natürlich auch so ein schickes Windows-Mausgrau machen, durch entsprechende Farbmischung. Ich habe es jetzt mal rein Weiß gesetzt. Dann die Größe, eigentlich, wenn Sie so wollen, die Startgröße von dem Fenster. Denn hinterher kann ich es ja kleiner, größer schieben. Also Aufpunkt. Und der ist jetzt auch nicht mehr vorhanden. Jetzt ist der Aufpunkt halt irgendwo, wie Sie sehen. Das ist nur sozusagen für den Start und die Länge Breite. Und jetzt kann ich es auch kleiner, größer machen. Die Windows Procedure. WM Command bringt hier nichts, außer praktisch eine Messagebox, und WM Quit, Post mit Message bringt nichts. WM Paint ist das Spannende. Wann wird das Fenster neu gezeichnet? Wir haben jetzt hier keinen Button drin, zeichne das Fenster neu, das kriegen wir auch noch, aber erst beim GTK, das brauchen wir hier noch nicht. Immer schön eins nach dem anderen. Sondern wir wissen, wir kriegen automatisch eine WM Paint Message geschickt, wenn ich das Fenster in Länge oder Breite verändere. Wie Sie gesehen haben, Sie glauben es nicht, vielleicht das Ganze nochmal. So, falls Sie. So, schauen Sie. Okay. Der malt jetzt jedes Mal neu. Wie geht man vor? Erstmal mit Begin Paint einen Handle auf einen Device-Kontext kommen lassen. Jetzt arbeiten wir gleich mal hier mit zwei verschiedenen Farben. Und zwar H-Pen. Sie ahnen schon, ein Handle auf einen Pen, auf einen Stift für die unteren Linie. Create Pen, P as Solid, das ist nämlich, dass er eine durchgezogene Linie macht. Und zwar, das ist die Dicke, 2 Pixel dick, das ist die Farbe hier, nämlich volles Blau. Kein Rot, kein Grün, volles Blau. Dann machen wir uns noch für den Sinus selbst eine Linie. Create Pen, 1, also nur 1 Pixel dick. Und Farbe, volles Rot, kein Grün, kein Blau. Okay, hier können Sie natürlich, Sie können jetzt noch 10 weitere Pens machen, zum Malen, was Sie wollen. Dann haben wir hier drin IX-Min, Max, Y-Min, Y-Max und so weiter. Brauchen wir hier nämlich zum Malen. Select Object. Jetzt beginnen wir erstmal mit dem Pen zu malen, mit dem Linienpen, also hier dick blau. Damit wird praktisch der Stift gewählt von den beiden, welchen Stift wir nehmen. Jetzt malen wir mal. Und zwar, IX-Min ist 20. Und jetzt soll er malen nach IY-Mit. IY-Mit ist sozusagen die Hälfte von dem Fenster. Okay, und wie geht sowas? Sie fahren erstmal auf den Startpunkt, wo Sie die Linie beginnen lassen wollen, nämlich IX-Min, IY-Mit auf diesen Startpunkt. Und dann fahren Sie Line 2 nach Max und Mit. Also X, Max und Mit. Das heißt, Sie gehen auf den Punkt, und zwar hier beginnen Sie und fahren nach hier. Zack, erste Linie. Beachten Sie, das ist bei anderen Widget Set anders. Hier bei der WinAPI ist es immer so, erstmal auf den Punkt, auf den Startpunkt fahren mit Move to X. Das X kennen Sie schon. Früher hieß es nur Move to, nämlich bei 16-bittigen Windows. Und Move to X ist ein Kennzeichen. Diese Funktion wurde verändert für 32 und 64-Bit. Deswegen hängt das X hier dran. Bei Line 2 mussten sie wohl nichts ändern, was weiß ich. Das heißt, sie haben immer ein Move to und ein Line 2. Erste Linie. So, was könnte das wohl sein? IX-Min nach IY-Min. Wo ist IY-Min? Ist 20. Bin gerade am gucken, das ist die Linie, von hier nach hier runter. Erstmal hierher fahren und dann malen zu diesem Punkt. Zack. Jetzt geht's weiter. Jetzt wollen wir hier ein Y hinschreiben. Text out, Koordinaten, die müssen sich natürlich jetzt ein bisschen zusammenbasteln. Y, 1, nämlich ein Stück Buchstabe sortiert, hier hinschreiben. Diese Koordinaten müssen natürlich selbst ein bisschen stimmen.
zwar eine 0 hierhin, Koordinaten bitte bestimmen zu wollen. Dann natürlich noch das X malen, auch klar. Jetzt wählen wir mal den anderen Stift, den roten Stift. Move to X. Wir fahren sozusagen auf den Punkt hier. So, und jetzt wollen Sie eine Sinuskurve malen. Es gibt natürlich keine fertige Zeichenfunktion, male eine Sinuskurve. Was es fertig gibt, male einen Kreis, male ein Rechteck. Mehr gibt es übrigens beim GTK Plus auch nicht. Das sind so die typischen, es gibt eigentlich, wenn Sie so wollen, vier Dinge, die Sie malen können. Direkt mit Befehlen, male einen Punkt, male eine Linie, male einen Kreis und male ein Rechteck. Kreis eventuell noch ausgefüllt mit Farbe, Rechteck eventuell ausgefüllt, mehr ist nicht. In Wahrheit müssen Sie so eine Sinuskurve jetzt aus lauter Teilstückchen zusammensetzen. Sie machen lauter praktisch kleine Linien und hängen die aneinander, das ist hier. Das ziehen Sie sich mal bitte selber rein, weil das muss ich Ihnen hoffentlich jetzt nicht erklären. Hier ist übrigens auch der Vorteil von dieser Variante, denn Sie sehen, wir sind auf den Startpunkt gefahren und jetzt fährt er nur Line to, zack, Line to, Line to, Line to, weil er steht ja schon da, da brauchen Sie keinen Move to mehr, nur noch Line to. Das ist in dem Moment ein Vorteil, bei den anderen Widget-Sets müssen Sie praktisch immer angeben, Line to, Startpunkt, Endpunkt, dafür gibt es kein Move to. Kann man sich darüber streiten, was schöner ist. Hier hat es einen gewissen Vorteil. Okay, fertig. Das ist alles. So müssen Sie immer so Kurven aus Linienstückchen zusammensetzen. Anders geht das gar nicht. Und ansonsten tut man wieder die beiden Objekte löschen, wenn man ordentlich ist. Normal wird das eigentlich von Haus aus von Windows gemacht, wenn Sie das Programm beenden. Aber es schadet nie, wenn man sowas von vorne weg einbaut. Dann wird das Ganze doch ein bisschen schöner hinterher. Was Sie natürlich brauchen jetzt, das ist wichtig. Sie sehen, das WM Size ist gar nicht so verkehrt. WM Size wird geschickt, wenn sich die Größe des Fensters ändert. Also wenn es jetzt länger wird, höher wird, schmaler wird. Jetzt kriegen Sie nämlich hier, WM Size hat gleichzeitig noch den L-Param. Und wenn Sie das Makro nehmen, High Word, also sozusagen den oberen Teil vom L-Param, da steht jetzt nämlich der neue Y-Wert drin, also wie hoch das Fenster jetzt aktuell ist. Das ist auch eine ganz wichtige Sache, die werden wir jetzt später ständig brauchen beim Malen. Und wenn Sie vom L-Param das Low-Wert nehmen, dann kriegen Sie den neuen X-Wert, also wie groß das Fenster jetzt ist. Weil genau das brauchen Sie ja jetzt für das gescheite Malen, sonst wird das ja logischerweise nichts. Ist doch klar, ne? Denn, schauen Sie, hier wird es ja berechnet. Hier taucht jetzt IX klein, IY klein auf, also praktisch die aktuelle Breite und die aktuelle Höhe vom Fenster. Damit werden jetzt erstmal diese Kopfwerte bestimmt und dann wird sozusagen drauf losgemalt. Und jedes Mal, wenn Sie nur hier ein Zehntel Millimeter das Ding länger machen, wird ein WM Paint Send und der rappelt diese ganze Sektion durch. Das geht natürlich rasend schnell. Aber wir werden noch sehen, später bei richtigen Malereien mit OpenGL, da kann das dann auch dauern, je nach Lage der Dinge. Jetzt kommt die gute Nachricht, meine Damen und Herren. Wir sind mit der WinAPI durch. Die WinAPI selbst kann natürlich viel, viel, viel mehr. Wenn Sie das interessiert, empfehle ich Ihnen nochmal wärmstens dieses Buch von Charles Petzold. Das ist einfach auch didaktisch ganz großes Kino in meinen Augen, wirklich klasse. Und da finden Sie alle Feinheiten, was man damit noch machen kann. Und dann beachten Sie immer wieder, alle anderen Widget-Sets, wie zum Beispiel GTK Plus, was wir jetzt ab dem nächsten Mal verwenden werden, oder auch Qt oder sonst was, die bauen alle auf die WinAPI auf. Die WinAPI ist der Unterbau für alle. Deswegen ist es nie schlecht, wenn man einfach eine gewisse Grundahnung hat, was spielt sich da ab. Und man kann damit eigentlich sehr, sehr schöne Programme machen. Das ist überhaupt keine Frage. Die sind zwar sozusagen ein bisschen fummeliger. Schauen Sie hier, das Ganze ist komplett per WinAPI gemacht. Auch jetzt zum Beispiel hier. Schauen Sie, jetzt macht er hier ein zweites Fenster los.
Hier mit Malen, mit allem drum und dran, mit Maussteuerung. Das können Sie alles vollkommen problemlos mit der WinAPI machen. Das ist bewusst mit der WinAPI gemacht hier, das Ganze. Und die Quellen, wir werfen jetzt nochmal einen kurzen Blick rein, damit Sie das einmal im Leben sozusagen gesehen haben. Denn ich habe das ja bewusst als Open Source gemacht, damit Sie die ganzen grundlegenden Dinge mal sehen, wie man überhaupt solche Programme aufbaut und wie man das mit der WinAPI macht. Das ist ganz leicht, kann ich Ihnen zeigen. Ich gucke gerade mal, dass das halbwegs flott geht. Der kann jetzt weg. So, das Ganze müsste sich hier hinten abspielen. Z88V15OS. Das können Sie so in dieser Form von unserer Seite www.z88.de nochmal für die, die es nicht gecheckt haben, das weiß man ja nie so ganz genau. Oder auch z88.org. Da können Sie das runterladen, natürlich auch unsere Großprogramme Z88 Aurora, Z88 Arion. Aber das ist sozusagen für Interessierte, weil da können Sie in aller Bescheidenheit auch viele Tricks sehen der WinAPI-Programmierung. Und zwar, wenn Sie jetzt hier gucken, Source, nehmen wir doch am besten mal ruhig, das ist natürlich ein Riesenbomber, das Z88O. Das ist dieses Grafikprogramm, was ich gesehen habe, das ist ein Riesengeschoss natürlich. Wir nehmen mal den Z88.com, der ist dieser Kommandoprozessor. Und Sie sehen, hier gibt es immer drei sozusagen Sektionen. Common, Unix, Win. Hier stehen alle C-Quellen drin, die gemeinsam sind für Unix und für Windows. Weil die Unix-Version ist mit VTK Plus gemacht. Also für Mac und für Linux oder auch für andere Unix, denn da gibt es ja keine WinAPI. Hier ist es, in denen ist es mit der WinAPI gemacht und hier ist mit GTK Plus gemacht und es gibt natürlich gemeinsame Dateien, die gelten für beide. Werfen wir doch mal einen Blick rein, bei Windows gibt es nämlich diese hier und die können Sie jetzt alle auch schon deuten. Die Resource-Datei. Icon für das Ganze, die eigentliche C-Quelle, Bitmap, das könnten zum Beispiel, wir gucken da mal, was das ist. Und hier sind noch drei C-Programmchen hier, die noch einfach mit dazugehören. Werfen wir doch mal einen Blick rein. Schade immer nie, finde ich. Warten Sie mal. Okay, das hier, das. Ressource-Datei, das können wir uns alles mal sparen, da können Sie auch selber gucken. Machen wir erstmal den Z88-Kommandoprozessor, ich starte ihn mal. Hier ist er, dieses Ding. So, wie funktioniert das? So, if defined, frin. Da muss extra nochmal eine Kennung angegeben werden. Die eigene Header-Datei einmischen, die Windows.h, die Common Control, was ist das? Das ist, wenn Sie solche Backenleisten haben, dazu muss die Common Control mit rein. Spring.h, Standard.io.h, sehen Sie, und ich schreibe auch immer dran, für was ich das Ganze da eingemischt habe. Und wenn Sie jetzt mal gucken, das sind jetzt nur verschiedene Deklarationen, die Windows Procedure, die kennen Sie schon, Callback. Dann brauchen Sie nämlich auch hier sozusagen für diese, das nennt man Toolbars, das ist so eine Toolbar, ein paar Handles, Callbacks, nämlich für Dialog, der hier drin vorkommt, und für den Browser brauchen Sie noch was. Font, das ist ein Thema für sich, da gehe ich nicht drauf ein, das ist eine ganz harte Kiste. So, und im Wesentlichen, hier beginnt unser Hauptprogramm. Und wenn Sie jetzt mal gucken, ich fahre mal bewusst langsam durch. Dann werden Sie sehen, das sieht von der Machart haargenau so aus. Kein Unterschied. Der einzige Befehl, der jetzt noch neu dazugekommen ist, init common controls, damit solche Dinge hier möglich werden. Da
dazu brauchen wir noch diesen Befehl hier. Get Message, wie Sie das schon kennen. Dann kommt die Windows Procedure. WM Create. Und zwar, Sie sehen, hier wird auch unterscheiden in Windows 32 und in Windows 32. Denn einmal schauen Sie hier, je nachdem, was der sozusagen für Get Window Long Pointer, das braucht er für bestimmte Sachen, für die H-Instance. Hier ist der Befehl bei 64-Bit ein bisschen anders wie bei 32. Ist aber nichts dabei. Dann wird die Sprache festgestellt, weil das ganze Ding kann in Deutsch und Englisch operieren. Schauen Sie, deutsches Menü, englisches Menü, die Nummer kennen Sie schon, nichts mehr Neues für Sie. Dann wird hier eine Datei eingelesen, so eine Konfigurationsdatei, das ist wie Sie das kennen eigentlich, ne? Datei fopen und so weiter, fgets und die ganzen Fehlermeldungen, die Alerts, die habe ich hier eine extra Datei ausgelagert. Hier kommen sozusagen die ganzen Fehlermeldungen, die sind hier eingebaut. Und zwar in Deutsch und Englisch. Ich habe einfach eine Kennung lang. Wenn lang gleich 1 Deutsch, wenn lang gleich 2 Englisch. Jetzt könnten Sie noch dazu machen, if lang gleich 3 auf Französisch zum Beispiel. Deswegen habe ich das hier bewusst ein bisschen ausgelagert, das ganze Zeug. Damit man nur da drin ändern muss. Ja, so geht das munter weiter, dann wird diese Datei eingelesen. Dann wird diese Toolbar hier initiiert. Dann mit noch einem Befehl eine File-Auswahlbox, weil Sie hier auch nämlich Dateien richtig öffnen können per Auswahlbox. Wie zum Beispiel sowas hier. Memories Definition File. Sie sehen, jetzt macht der Editor los. Und zwar diesen ganz normalen Windows Editor. Das ist dieser ganz normale, der wird hier gestartet. Fertig. Überhaupt nichts dabei. Statusbar, das ist hier unten das. Das ist die Statusbar. In den können Sie so Meldungen reinschreiben. Hier, das und das editiert oder irgend sowas. Und das kennen Sie auch schon, wie das geht. Get DC, Get Device Context. Font, das ist eine heiße Kiste. Das ist eine heiße Kiste. Da will ich gar nicht drauf eingehen, weil da ist allein ein riesiges Kapitel im Petzold drin, wie mit Fonts gearbeitet wird. Das Ganze wird uns auch noch nicht unerheblich bei GTK Plus beschäftigen. Es ist, wenn Sie mich fragen, eine der nervigsten Sachen überhaupt bei diesen Fensterprogrammen, die verschiedenen Fonts. Aber immer schön eins nach dem anderen. Und Sie sehen, so geht es jetzt munter weiter. Sind natürlich jetzt etliche Dinge drin, die Sie noch nicht kennen. Das ist ja auch nicht weiter schlimm. Aber das können Sie sich alles in Gemütsruhe mal angucken. Da sind zum Beispiel dann auch drin, halt, das Fenster muss natürlich aktiv sein. Die sogenannten Tooltips. Schauen Sie, dass jetzt hier sowas sagt. Was hier passiert. Das ist alles hier drin verbaut. Gerade diese blöden Tooltips, die sind also auch ziemlich fummelig. Das ist alles nicht besonders schön. Und so geht das hier munter weiter. Es ist im Prinzip doch eine größere Sache. Und ich sage denen ja, es ist doch quasi der Assembler unter den Widget-Sets. Aber hier hätten Sie alles zur Hand und wenn Sie sich halt mal wirklich ein paar Stunden Zeit nehmen, und die werden Sie nämlich brauchen, dann können Sie gucken, wie sowas geht und können damit wirklich sehr, sehr schöne Programme machen. Das kann hier auch richtige 3D-Grafik, das Programm. So ist das nicht. Nicht, dass Sie hier glauben, ging nicht. Ach, Sie glauben das wieder nicht. Ich werde es Ihnen vorführen. Ich bin immer Fan davon, was live vorzuführen, weil irgendwas daher plappern, das kann jeder. Machen wir es doch mal. Das ganze Ding wird über Dateien gesteuert. Examples. Und hier habe ich praktisch in Beispiel 1, Beispiel 2 und da sind praktisch die ganzen Dateisätze drin, damit ich das jetzt schön immer beisammen habe. Die sind natürlich für Sie auch dabei, klar. Ne? Und die müssen logischerweise nach Bin, und zwar hier Win64, denn ich habe auch schon das Ganze fertig übersetzt für Sie, sowohl für Mac, für 64-bittiges Linux, für 32-bittiges Windows, hat heute kaum noch einer Windows 64. Und wir nehmen mal das Beispiel, das ist dankbar, B21 linear. Halt, heute.
So, auf diese Dateien, wie das funktioniert, gehe ich jetzt nicht ein. Das ist Z88, das ist eine ganz andere Vorlesung. Die brauchen wir jetzt nicht näher da irgendwie zu betrachten, sondern legen wir mal los. Schauen Sie. Das ist jetzt hier sozusagen, halt, ich muss erstmal auf Maussteuerung umschalten. So, schauen Sie. Das ist jetzt so ein ganz normaler Dieselkolben. Und Sie sehen, der hat mit Licht und Schatten und der dreht sich auch im Raum. Jedes Mal, wenn ich die Maus nur minimal bewege, wird eine neue Wave-Paint-Message geschickt. Und der muss diesen ganzen blöden Kolben jedes Mal komplett neu malen, mit Schatten und allem drum und dran, mit allem, was dazugehört. Und Sie sehen, Sie können den, sehen Sie jetzt schon, wie er der Maus, er ruckelt ein bisschen hin und her, weil das alles in Wirklichkeit, tun Sie nicht das Bild verschieben, das könnte man auch. Aber in Wahrheit malt er das Bild jedes Mal komplett neu. Und das kann natürlich ein bisschen dauern. Da gibt es auch ein paar Tricks, wie man das schneller machen kann, kriegen wir noch. Immer schön eins nach dem anderen. Also Sie sehen, wenn Sie sowas mal wissen wollen, denn hier haben Sie eigentlich ein komplettes WinAPI-Programm mit Menüs. Und zwar nicht unumfangreichen Menüs, wenn Sie hier mal schauen wollen. Da gibt es einiges sozusagen, was da sozusagen noch verbaut ist bei der ganzen Sache. Wie man das macht und gleichzeitig auch noch mit so einer Buttonleiste hier, das finden Sie alles da drin. Sie werden wahrscheinlich am Anfang ein bisschen Probleme haben, aber die ganzen Grundlagen, wie es funktioniert, die haben Sie. Allerdings ist hier eine Besonderheit. Wir malen jetzt nicht mit diesen Windows-Befehlen, also Move to und Line to, sondern wir arbeiten wirklich mit OpenGL hier. Wie das geht, das werde ich erklären bei GTK Plus. Das wird hier nämlich ganz ähnlich gemacht und führt jetzt ein bisschen sehr weit. Aber da würde ich auch verweisen wollen auf mein Buch hier, Grafikprogrammierung für Windows. Da ist das genau drin geschrieben. Wir haben ja nur, wie heißt es so schön im allerersten James Bond Film, wir haben viel zu bereden und so wenig Zeit. Deswegen lassen Sie mich jetzt hier beenden. Aber sozusagen Ihre ersten, Sie können sich jetzt selbst da reinwurschteln in die ganze Sache.